Aktivismus. Nachhaltiger Aktivismus ist so eine Synthese aus verschiedensten Konzepten. Ich habe mich da lange systematisch mit beschäftigt, was eigentlich Menschen die Kraft gibt, sozusagen langfristig politisch aktiv zu sein. Und ich habe mir das auch in der Literatur angeguckt, aber auch weltweit, was gibt den Menschen Kraft? Und da habe ich drei verschiedene Strömungen so ausgemacht. Das eine sind spirituelle Traditionen. Also ich komme aus der Linken, in sozialen Bewegungen ist das eher so marginalisiert oder spielt es eher nicht so eine große Rolle. Gleichzeitig in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel Befreiungstheologie in Lateinamerika, spielt eine sehr große Rolle. Auch in Südostasien und in vielen anderen Ländern sind spirituelle Traditionen total wichtig. Einerseits ist mit den spirituellen Traditionen, also Befreiungstheologie in Lateinamerika oder indigene Traditionen, die sich im Kampf gegen Kolonialismus schon seit vielen hundert Jahren befinden. Das sind einerseits Strömung, dann die Resilienzforschung und Psychologie. Da ist in den letzten Jahrzehnten viel Wissen entstanden über Trauma, wie wir unter Stress reagieren und so weiter und so fort. Das ist vieles wertvolle Wissen, was früher soziale Bewegungen nicht zur Verfügung hatten. Also, dass wir besser selbst erkennen können, was mit uns eigentlich gerade passiert. Und das andere ist die Geschichte und Praxis sozialer Bewegung. Also, wie gehen wir mit Repressionen um? Welche Philosophien schöpfen wir Kraft raus? Oder wie schreiben wir unsere eigene Geschichte? Wie handeln wir strategisch? Welche Pädagogikkonzepte verwenden wir? Ja. Für mich, der Kern des nachhaltigen Aktivismus besteht aus drei Säulen. Einmal Reflexion über soziale Veränderungen. Was ist eigentlich unsere Strategie? Weil nachhaltiger Aktivismus ist kein Selbstzweck, sondern wir wollen die Verhältnisse verändern, gerechter machen, lebenswerter machen. Und deswegen ist, welche Strategie wir verfolgen, welche Idee wir uns selbst erzählen, wie das funktionieren kann, total entscheidend. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule sind individuelle Resilienzstrategien. Also was kann ich, Resilienz bedeutet Widerstandskraft, was kann ich also für mich persönlich machen? Und die dritte Säule sind kollektive Resilienzstrategien. Also, was können wir gemeinsam machen? Also innerhalb unserer Gruppen, Organisationen, in sozialen Bewegungen und so weiter und so fort. Okay. Ja, bei der Strategie letztendlich geht es darum, dass wir irgendwie einen überzeugenden Plan haben, wie wir gewinnen können. Also es geht halt darum, und das wer, was, wie, wann, wo und warum. Also diese ganz grundlegenden Fragen, die müssen wir uns stellen. Und dann ist es immer wieder wichtig, auch zu gucken, funktioniert das eigentlich noch? Weil manchmal probiert man Sachen und man macht dann immer so weiter, weil das hat man schon immer so gemacht oder das wird irgendwann zu einer Identität, weil man setzt sich halt auf einen Bagger oder auf eine Straße oder man weiß nicht was oder man schreibt Protestbriefe. Und es ist aber zwischendurch immer wieder auch notwendig zu gucken, passt eigentlich das, was ich da gerade mache, zu der aktuellen politischen Situation? Bewege ich damit wirklich auch was? Und deswegen ist es total wichtig, dass man sich kontinuierlich auch reflektiert, alleine, aber auch gemeinsam mit Menschen in Diskussion. Jetzt komme ich zur zweiten Säule. Die tue ich, ich reiße das nur so ein bisschen an. In dem Buch ist das aus, also im Buch sind das, ist diese Grafik so 150 Seiten. Da habe ich ein bisschen zusammengefasst, was man machen kann, um sich individuell zu stärken. Und da beginnt erstmal alles mit einer Pause. Also, dass wir den inneren Raum schaffen, uns selbst gewahr zu werden. Was passiert bei mir eigentlich gerade? Damit fängt alles an. Das ist eine kreative, schöpferische Pause. Das leitet sozusagen den Raum für Bewusstheit schaffen ein. Achtsamkeit, wir haben hier viele achtsamkeitsbasierte Methoden, die wir in den kommenden Tagen kennenlernen, die helfen uns, uns selbst wahrzunehmen, unseren Körper wahrzunehmen, Natur wahrzunehmen und uns im Raum wahrzunehmen. Das ist das Erste, Raum für Bewusstheit schaffen. Dann geht es in die Reflexion, also was kann ich tun, was hat mich geprägt, wie reagiere ich unter Stress, welche politischen Kampagnen oder Bewegungen haben mir gut getan, welche vielleicht auch nicht. Und wie möchte ich das weitermachen? Dann geht es weiter in einen Fokus, dass ich was finde, worauf ich mich fokussieren will. Wenn ich mich auf Sachen fokussieren will, dann kann ich Sachen bewegen. Da ist Kraft drin, dass ich das finde, meine persönlichen Ziele, um wieder mehr in meiner inneren Mitte zu landen. Und zum Schluss geht es darum, eine Balance zu finden.
Eine Balance muss immer wieder neu gefunden werden. Das ist kein Automatismus. Da geht es darum, viele banale Sachen. Genug, das ist immer die Situation, dann trinke ich immer einen Schluck Wasser, weil wir so viel aus Wasser bestehen. Und weil man zu wenig trinkt, deswegen trinke ich jetzt mal Wasser. Genau, das ist beim nachhaltigen Lebensstil, das mit dem Wasser. Aber auch eine Spiritualität, sage ich mal, das ist unser individueller, persönlicher Zugang zu Sinn. Das kann uns nicht verordnet werden. Und da halte ich das mit der Dorothee Sölle. Die sagt eher, Theologie ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Und ich sage mal, Spiritualität ist eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Also, dass wir, ja, was finden, wo wir Sinn empfinden. Radikale Akzeptanz, da geht es darum, dass wir uns selbst annehmen lernen. Als eine wichtige Grundlage, um aus diesem Hamsterrad uns immer wieder selbst anzutreiben, auszusteigen. Weil viele, ich sag mal, ökonomische Verwertungslogiken haben wir auch verinnerlicht. Die haben wir in der Schule von unseren Eltern gehört, in der Schule noch und nöcher, überall Leistung, Leistung, Leistung. Das ist das, was zählt. Und damit wir da rauskommen, müssen wir ja, dieser Prozess der Selbstannahme, Selbstliebe ist da ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir lang wieder in der Mitte. Das ist so ein bisschen, also ich bin kein Therapeut. Ich arbeite aber zum Beispiel auch mit Psychologists for Future oder so zusammen. Aber es geht auch darum, ich sag mal, Heilungsprozesse wieder wertzuschätzen, die pol zu politisieren und dass sie auch wichtig sind, damit wir langfristig gut aktiv sein können. Also genau. Gut. Und die dritte Säule vom nachhaltigen Aktivismus, das waren die kollektiven Strategien. Da haben wir im Kern sozusagen das, wie wir lebendige Gruppen schaffen. Also was tut unserer Gruppe gut? Wie organisieren wir Treffen, dass sie gelungen sind? Wie gehen wir mit Wertschätzung um? Wie gehen wir mit Care-Arbeit um, mit Sorgetätigkeiten? Wer macht die Pressearbeit? Wie geht das mit dem Geld? Sage ich mal, dass man das, das sind alles ganz wichtige Sachen, um lebendige Gruppen zu schaffen. Intern, dann gibt es Bewegungsstrategien. Wie können eigentlich Bewegungen stark werden? Das sind so Spezialisierungen, sage ich mal, von ja, Menschen, die sich darum kümmern, dass Leute, die Repressionen erfahren, dass sie gute Anwälte kriegen oder Menschen, die Treffen gut moderieren können oder Menschen, die gut zuhören können. Es gibt ganz viele oder Menschen, die Bewegungsgeschichte aufschreiben und das Bewegungsgedächtnis sind. Das sind alles. Oder dass es auf Demonstrationen gutes Essen gibt. So lauter, so banal, alle möglichen Sachen, die helfen uns als Bewegung, stark zu sein. Und da helfen diese Spezialisierungen sozusagen weiter, dass wir gemeinsam weiter vorankommen. Und da unten ist dann sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene das betrachtet. Und das ist, sind verschiedene Aspekte, unter anderem einerseits die soziale Frage. Also, ich sag mal, so ein bedingungsloses Grundeinkommen oder ein Mindestlohn, und also so, wer verdient eigentlich wie viel, das macht ganz viel aus. Also ich habe mal so eine Umfrage gemacht, ich habe mal so eine kleine Tour gemacht, Vortragstour, und dann habe ich so Bögen verteilt und ich habe so 100, also 130 Bögen so von aktiven Menschen eingesammelt und fast oder ganz viele haben alle geschrieben, ja, das mit dem Geld, ja, wie kriege ich das hin, sozusagen? Also was eigentlich auch die Bremse bei Ihrem Aktivismus war, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich, sage ich mal, mich engagieren kann, aber dass ich keine Geldnöte habe oder dass ich da abgesichert bin, sozusagen. Das sind halt solche Fragen. Also einerseits diese soziale Frage, wieder gesellschaftlich auf die Agenda zu stellen und aber auch sowas wie Utopien zum Beispiel, weil das sind einfach kollektive Ressourcen, wie wir uns eine andere Welt vorstellen können. Und die uns aber auch als Gesellschaft tragen können und eine Orientierung geben können. Okay, das waren die drei Säulen. Da oben Säule ist niederländisch. Meine Partnerin hat die Präsentation gemacht. Ja, dafür nochmal vielen Dank. Die ist gerade nicht da. Auf jeden Fall ist das wesentlich schöner als das, was ich die letzten Jahre fabriziert habe. Gut. Was in den letzten 10 Jahren passiert? Einfach nur so. Ja, ich habe seit 2012, 2013 habe ich die ersten Workshops gemacht auf dem Klimacamp. Das war im Rheinischen Braunkohlerevier.
Und habe das dann immer weiter systematisiert. Dann war ich 2000, in der Zeit war ich auch im Ecodharma, das ist so ein Bildungszentrum in den Pyrenäen, und die haben so ein säkulares Bildung, also die sind Buddhistin, und die haben ein säkulares Bildungszentrum, das ist ULEX, auch in Katalonien. Die haben diese nachhaltige Aktivismusarbeit, also viele Themen vertreten die halt da auch und haben das, also die machen das europäisch, und es ist ein wichtiger Bildungsort sozusagen, wo viele Menschen viele interessante Kurse und Impulse mitgenommen haben. Wir haben 2015 das erste Mal einen 10-Tages-Retreat gemacht, also in den letzten Jahren, also so, ja, das waren eigentlich ganz wichtige. Also diese Format, also die ersten Kurse, die ich erlebt habe, war in Spanien, und die haben das sozusagen in Deutschland inkulturiert und unseren eigenen Reim uns darauf gemacht. Und das waren wirklich wichtige Sachen. 2018 ist das Handbuch rausgekommen. 2017 war ich auch hier bei Atem der Erde, hieß das, glaube ich, damals. Das war auch echt sehr schön. Ich sag mal, viele Sachen, der Umgang mit Emotionen und so, wirklich breiter popularisiert hat das XR, Extinction Rebellion. Die haben halt auch diese Einflüsse aus dem Ecodharma. Also ich würde sagen, das Ecodharma und das ULEX, die sind schon diskursiv, sage ich mal, ziemlich einflussreich auch in UK. Und dadurch haben sie sozusagen auch nochmal viele andere, aber auch die Transition Town Bewegung kommt ja auch aus England. Und die haben auch zum Beispiel ganz stark diese Verknüpfung mit der Arbeit von Joanna Macy. Und deswegen ist so ich sag mal, diese emotionale Arbeit in der politischen Arbeit, haben die nochmal einen anderen Stellenwert gegeben, die es sonst in der Linken nicht so gibt. Die Psychologists for Future haben sich gegründet 2019. Das war auch ein wichtiger Impuls. Und ich sag mal, diese ganzen psychologischen Ressourcen nochmal so innerhalb der Bewegung, war ein wichtiger Gesprächspartner. Also so auch mit denen habe ich verschiedene Sachen zusammen gemacht. Dann ist der Film, der ist auch eher in unserer Reihe, also als vorläufige Veranstaltung lief der, Radical Resilience. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr bewegender, guter Film, und der auch ein tolles Werkzeug ist, um, ich sag mal, in seinen lokalen Gruppen das Thema zu bespielen. Also es ist ein ganz tolles Werkzeug. Dann hat sich aus dem Eco-Village-Network, Global Eco-Village-Network, dieses Zähneputzen-Netzwerk raus entstanden. Also das heißt, dass in Ökodörfern politisch aktive Leute so Art das als Retreat-Ort nehmen können. Also es ist einfach auch eine tolle Idee, einfach ja Menschen, die sich politisch engagieren und merken, oh, mir wird gerade ein bisschen zu viel, ich brauche eigentlich gerade mal ein bisschen eine Auszeit oder eine Ruhe, dass sie sozusagen diese Retreat, also so Rückzugsorte ja, anbieten. Und wir haben jetzt mit Mona zusammen, haben wir das Projekt Nachhaltig aktiv sein und bleiben bei den Naturfreunden NRW angefangen aufzubauen. Und die Idee ist, wir haben das viele Jahre oder die letzten 10 Jahre eigentlich ganz viel selbst organisiert gemacht. Das heißt, wir machen dann irgendwelche Kurse, werden dann eingeladen, aber es hat eigentlich nie so eine Institution im Rücken gegeben, die dieser Trainingsarbeit sozusagen, ja, Aktivistinnen zu stärken, halt ein Dach gegeben hat. Und die Naturfreunde an sich ist, ich sag mal so, als so eine kultursozialistische Organisation aus der Arbeiterinnenbewegung. Die haben das eigentlich früher für die Arbeiterinnenbewegung gemacht. Die haben halt die Leute aus den Fabriken so jetzt, die haben dann sichere Räume, die Naturfreundehäuser, da konnten die Leute raus in die Natur gehen. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Organisation, weil sie diesen Naturbezug haben, aber gleichzeitig auch, sage ich mal, innerhalb einer linken Tradition stehen. Und deswegen haben wir gesagt, docken wir das da an und versuchen dem auch, damit es eine Kontinuität gibt, ja, das zu machen. Okay. Und in den letzten 10 Jahren gab es ganz viele Debatten, die ganz viel bereichert haben. Ja, also feministische, dekoloniale, antirassistische oder antiklassistische Diskurse, große Bewegungen, Black Lives Matter, viele andere Sachen haben einfach nochmal ganz viel politisch bewegt. Ja, und haben halt ja, den Umgang mit Emotionen, Leistungsdruck, Trauma, Körperlichkeit, haben das alles politisiert, einfach auch nochmal auf die Agenda gehoben, was vorher in so einem linken Weltbild eigentlich eher mehr so am Rand war. Und
wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist jetzt nicht alles gut oder so, aber ich habe halt einfach trotzdem das Gefühl, dass so Stück für Stück schon ein Kulturwandel unterwegs ist, der auch spürbar ist. Also so, wenn ich jetzt überlege, wie ich damit angefangen bin, wie mich manche Leute bei manchen Themen angeguckt haben und wie heutzutage diese Themen auch selbstverständlicher präsent sind, bin ich zuversichtlich, was das angeht. Also natürlich muss es alles ausbauen. Also ja, jetzt komme ich sozusagen so die Überleitung zu den Herausforderungen. Ja, okay, ich bin so ganz gut in der Zeit. Ein Stück Wasser trinken. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen. Also persönlich. Also das mit der eigenen Nachhaltigkeit. Manchmal denkt man dann, oh, jetzt habe ich diesen nachhaltigen Aktivismus, dann ist alles gut. Oder dann habe ich irgendwie, oder jetzt habe ich mal Ruhe. Oder jetzt bin ich richtig entspannt. So ganz ist das nicht so. Sondern es ist eigentlich immer wieder so ein lebendiger Prozess. Wenn ich das jetzt so bei mir sehe, also persönlich, Meditationspraxis hat mir in vielen schwierigen Situationen früher wirklich viel Kraft gegeben und das war auch mal echt ein Anker. Aber ich habe diese Praxis jetzt einfach durch meinen Familienalltag viel schwieriger zu integrieren für mich irgendwie. Und gleichzeitig, dann hat man so Knieschmerzen oder Sachen und dann kann man auf einmal nicht mehr so das, was einen dann immer so Kraft gegeben hat, funktioniert dann auf einmal nicht mehr so. Und das heißt einfach, man muss sich irgendwie auch manchmal immer wieder neu erfinden oder eine neue Praxis wieder neu, also dieses, was gibt mir eigentlich Kraft? Und so kann was dazukommen, dann gibt es ja, wie gesagt, familiäre Situationen verändern sich, Lebenssituationen, Krankheiten können dazwischen kommen, alle möglichen anderen Sachen. Und deswegen müssen wir uns eigentlich da auch immer wieder neu erfinden. Das ist vielleicht so was Wichtiges. Ja. Hatte ich schon gesagt, mit Veränderungen der Körperlichkeit zum Beispiel. Und ich glaube, bei vielen ist dieses ökonomische, also sagen wir mal jetzt auch gerade, ist es eher noch schwieriger geworden, sage ich mal, mit der Inflation, mit der Krise und so weiter und so fort. Viele Sachen, also habe ich mich vorhin nur noch unterhalten, auch, oder viele Anträge, wenn man so projektbasierte Sachen macht, man schreibt wunderbar viele Anträge und dann kommt aber das nicht mehr durch und dann sind Projekte total wackelig und dann steht man da. Und das geht nicht nur wenigen Leuten so, sondern das ist eigentlich da, also, und diese ökonomische Unsicherheit, das ist wirklich eine Achillesferse. Okay, kollektiv, an sich fehlt es eigentlich, würde ich sagen, immer noch an Menschen, also es ist mehr geworden, aber Menschen, die Körperarbeit auf verschiedenste Art und Weise machen und das mit einem politisierten Bewusstsein machen, also sensibel sind für Unterdrückungsverhältnisse und da auch zugängliche Formate entwickeln. So, also da sehe ich ein großes Potenzial, glaube ich, wo wir kollektiv brauchen und daran arbeiten wir auch schon, sozusagen so ein Train-the-Trainer zu machen. Also es geht ja darum, dass wir eigentlich mehr werden und dass wir diese Trainingsarbeit für verschiedenste kulturelle Kontexte, verschiedene Communities, verschiedene soziale Bewegungen besser zugänglich machen. Also diese Bildungsarbeit, sage ich mal, um politisch engagierten Menschen den Rücken zu stärken, damit wir ihnen Impulse geben können für ihre eigene Nachhaltigkeit, dass das zugänglicher wird. Das ist ja, einerseits nicht ökonomisch schon schwierig zugänglich ist, aber auch von den Orten her oder auch von der Distanz. Ja, wie gesagt, die Gewährleistung von Kontinuität, also bisher, okay, wir haben es schon 10 Jahre, läuft dieser Prozess schon, sage ich mal, aber an sich ist es wichtig. Und jetzt komme ich nochmal zum Schluss zu den strategischen Fragen, also jetzt die Herausforderung. Einerseits persönlich, kollektiv und jetzt aber nochmal wieder Strategie, die drei Säulen des nachhaltigen Aktivismus. Das strategische Fragen und Organisierungsfragen eigentlich ganz oben aufliegen. Das sind die großen Fragen, die wir uns gerade stellen. Also wie geht es da wirklich weiter, weil die politische Situation sich immer weiter zuspitzt. Und das eine ist, wir brauchen einfach Klarheit. Also sagen wir mal, das 1,5-Grad-Ziel ist eine Illusion. So. Und das ist brutal. Und das müssen wir uns aber eigentlich, wir müssen uns das eingestehen. Und wir müssen auch überlegen,
wie es sein kann. Also sagen wir mal, wir müssen Scheitern auch mit in unser Handlungsrepertoire aufnehmen. Das nützt nichts, wenn wir einfach nur sagen, irgendein Zweckoptimismus, ja, einfach weiter und wir schaffen das schon. Also ich bin ein relativ optimistischer Mensch, aber die wissenschaftlichen Fakten und es sieht einfach sehr schlecht aus. Und ich sag mal, wenn ich positiv bleiben will, dann muss ich der Realität erstmal ins Auge sehen, wie es gerade ist, um handlungsfähig zu bleiben. Und auch, dass wir werden nicht komplett den Niedergang der Gesellschaft haben, aber es wird einen langsamen, teilweise einen langsamen Niedergang geben. Das ist nicht unrealistisch, dass das passieren wird. Und es wird Teilzusammenbrüche geben. Und das auch in unserem Kopf, in unserem Denken, in unseren Vorstellungen von der Zukunft als eine Möglichkeit sehen und uns darauf vorbereiten. Ja, und da unten steht, kann man jetzt so nicht lesen, Umgang mit der zunehmenden Faschismusgefahr. Wir sollten nie unseren politischen Gegner, und ich spreche nicht das Menschsein an, wir sind eine Menschheit, aber es sind einfach Menschen, die sehr gezielt ihre Privilegien verteidigen und mit allen Mitteln das in Zukunft auch machen werden. Und wir dürfen nicht unseren politischen Gegner, wir dürfen die nicht unterschätzen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, auch mental vorbereiten. Weil ich sag mal, ein Teil, ich sag mal, aus dem eher linksliberalen Spektrum, oder die Klimabewegung ist auch, hat sich auch teilweise getragen von, die Fakten sind auf unserer Seite. Und Vernunft wird es schon regeln. Aber das ist nicht der Fall. Und sagen wir mal, und wir haben ein, und darauf müssen wir uns wirklich einstellen. Das ist ja, das ist die größte Herausforderung. Und ich mache das für mich, oder ich denke immer, vielleicht kann man es auch dialektisch nennen. Ich nenne es jetzt eine zweigleisige Strategie. Also einerseits geht es mir darum, für das Beste zu organisieren. Also ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass wir auch in einer anderen, in einer gerechteren Gesellschaft leben können. Ich glaube nicht, dass wir dazu verdammt sind, dass jetzt irgendwann nur noch, ich sag mal, Barbarei entsteht oder dass ja, Sozialdarwinismus zum gesellschaftlichen Prinzip erhoben wird, sondern ich glaube, der Mensch kann auch anders leben und wir können gemeinsam auch solidarisch leben. Und dafür braucht es eine Erneuerung von Demokratie. Wenn wir Demokratie behalten wollen, müssen wir sie erstens verteidigen, gegen Faschisten gleichzeitig, aber auch müssen wir sie neu erfinden, weil die Demokratie, so wie sie jetzt funktioniert, ist auch teilweise Besitz- und Wohlstandswahrung. Und wenn wir sie nicht, also sagen wir mal, Richtung Wirtschaftsdemokratie, also wir müssen Demokratie konsequenter darüber nachdenken. Und letztendlich brauchen wir sowas wie einen ökosozialistischen Aufbruch, der demokratisch wirklich ist, als ein gesellschaftliches Moment, wo wir ja noch die Hoffnung, die Option haben auf eine wirklich gerechtere Gesellschaft. Und gleichzeitig braucht aber auch die Autonomie von sozialen Bewegungen. Und da steht linke solidarisches Prepping. Prepping kommt vom Preparation, also von Vorsorgetreffen. Also es gibt ja so, ich sag mal, rechte Prepper in Anführungsstrichen, die denken dann, ja, ich brauche ganz viel Dosenessen und in meinem Pitbull im Garten und einen hohen Zaun sozusagen für die schlechten Zeiten. Und ich sag mal, solidarisches Prepping bedeutet für mich, wie kann ich eigentlich lokal ja, solidarisches Leben, die Grundbedürfnisse besser befriedigen. Ne? Also, dass ich starke soziale Netze lokal knüpfe, weil das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Ne? Und ich sag mal, die grundlegenden Sachen, Wohnen, Nahrungsmittelproduktion, diese ganzen Sachen, da müssen wir kollektive lokale Alternativen Stück für Stück aufbauen. Und die Autonomie von sozialen Bewegungen muss gestärkt werden, weil keine Regierung der Welt, auch keine Linke, wird das Nötige tun. Das funktioniert nur mit Druck von sozialen Bewegungen. Und ich denke immer, ich sag mal so dialektisch oder zweigleisig, einerseits braucht es in dem Staatsapparat irgendwie ja, eine ökosozialistische Alternative. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass der Staat ziemlich unangenehme Dynamiken hat, indem er immer wieder Sachen integriert und ja,
deren Wirkmächtigkeit beraubt wird. Und deswegen schlägt mein Herz immer noch für die sozialen Bewegungen. So, und glaube ich, dass das eigentlich eine erneuernde Kraft ist, die wir einfach brauchen. Ja. Letztendlich müssen wir lernen zu kämpfen, ohne unsere Tätigkeit zu verlieren. Weil es wird ruppiger werden. Und ich glaube, dass wir unsere Empfindsamkeit bewahren, dass wir nicht so werden wie unser politischer Gegner, aber dass wir auch nicht zahnlos sind, oder weil es wird viel auf uns zukommen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.